Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu... Ah, ihr Fettsäcke, vergessen ihr kleinen Luschen, kommt mit nicht davon. Alles fett bei euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wow, das war echt ein sehr enthusiastischer Anfang mit Power. Heute schenke ich euch diesen Look hier. Wenn ihr wissen wollt, wie ich den gemacht habe oder wenn ihr einfach meine Fresse labern hören wollt, dann bleibt jetzt dran. Und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Los geht's mit der ungeschminkten Wahrheit. Bye. Fangen wir direkt mit meiner Fresse an. Alles klar. Also Leute, bald ist Silvester. Es ist gerade ein bisschen peinliche Stille. Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Eigentlich so Silvester ist so voll Glitzer. Weiß nicht, wenn ich an Silvester denke, dann habe ich so ein silbernes Augen-Lidschatten-Make-up im Kopf. So mit so Silberfarben. Aber Silber, weiß nicht. Sieht, glaube ich, scheiße aus. Man kann es aber nicht pauschalisieren. Aber ich glaube, ich mache trotzdem Silber. Weil es ist ja ein Silvester-Make-up-Look und vielleicht wird es ja gut. Oh Leute, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Habt ihr nicht. Der Vlog kommt noch online. Benefit hat mir Sachen zugeschickt. Hä, und ich habe das gar nicht erwartet. Ich weiß gar nicht, woher die jetzt plötzlich kamen. Was sind das bitte gerade für Augenbrauen? Heute ist ein richtiger scheiß Make-up-Tag. Und den Concealer hier hat mir Essence zugeschickt. Den mache ich jetzt. Wo ist der? Okay. Egal, halt's Maul. Juckt eigentlich kein... Wen juckt's eigentlich, was ich hier so labo? Das ist so gar keinen Sinn im Leben, was ich... So, könnt ihr halt endlich auch reden, was ich gerade mache, aber das Video ist eigentlich selbsterklärend. Aminazi. Concealer ist einfach das A und O im Leben. Ich schmink mich gerade in einem Spiegel, der so dreckig ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie der so dreckig geworden ist. Aber ich muss einfach ein bisschen härter schrubben, glaube ich. Okay, Concealer macht's echt besser. Guck mal, es steht... Okay, ich halte jetzt meine Schnauze. Wir haben es alle gecheckt. Ich bin heute mit Halsschmerzen aufgewacht, sein Vater. Ich schlafe immer, auch im Winter, egal, minus 20 Grad, egal, nicht minus gerade. Ich schlafe immer mit Fenster offen, sieht man mir eigentlich gut. Okay, Leute, jetzt kommt Make-up. Oder soll ich erst die Schatten? Ja, gell? Komm, heute mach ich erst die Schatten. Guck mal, hier seid ihr. Warte, wo seid ihr? Ah, da. Hallo, winkt euch mal. Hi. Ich habe mir von Revolution bei Amazon so eine Palette bestellt. Die kostet nur 13 Euro. Verlinke ich euch in der Infobox. Ich hoffe, ich habe es gemacht. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich zu faul, aber schaut mal in die Infobox. Da habe ich euch meine... Vielleicht habe ich euch ja sogar noch viel mehr verlinkt. Also guckt unten rein. Vielleicht steht aber auch gar nichts, außer... Fettsack oder so. Erstmal am Anfang die Farbe ich hier gemischt mit der und tue die auf mein ganzes bewegliches Lid. Damit es so eine Grundfarbe ist, aber wow, man sieht einfach gar nichts. Boah, ich bin gespannt, wie es am Ende wird. Hä, welche habe ich jetzt genommen? Die beiden, gell? Ja. Jetzt nehme ich mal einen anderen Pinsel, weil sonst wird es ja langweilig. Schwarz ist es ja schwarz. Nee, das will ich eigentlich gar nicht nehmen. Ich will die. Okay, jetzt nehme ich die Glitzerfarbe hier und tue die in meinen inneres Augenlid, da ganz am Anfang. Jetzt nehme ich so einen dünnen Pinsel und dann jetzt nehme ich... Ah Mann, ich wusste gerade noch, welche Farbe ich nehmen wollte. Die hier und tue die in meine Lidfalte. Okay, jetzt nehme ich die Farbe hier und mache die außen auf mein Lid. Was ist eigentlich auf die Idee gekommen, das Lid zu nennen? Ein Lid singt man und nicht malt man an. Wow, es sieht so scheiße aus. Oh, ich kann mich selber nicht mehr hören, Leute. Manchmal, ich reg mich so auf. Vor allem, ich muss mir das noch 100-mal, 1000-mal beim Schneiden angucken. Ihr müsstet nicht mal beim Schneiden sehen, wie ich mich ankotze. Ich sage immer zu mir selber halt Small, weil mich meine Stimme so aufregt. Mama mia. Ich muss halt richtig viel fahren. Scheiße. Ja, die Kamera hat sich irgendwie auch bewegt, gell? Egal, es ist ja nichts passiert. Hier, weiter geht's. Die Farbe. Ah, ne, der war ich schon. Scheiße. Weg, weg, weg. Ich gehe in... Ah, die Farbe, geil, aber so richtig fett. Oh, die ist cool, weil die ist so silvestermäßig. Ich stopp mir jetzt alle Farben dahin, alle, und dann verblende ich. Das sieht so scheiße aus. Okay, Leute, ich stopp mir jetzt alles da rein. Alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Gott, Leute, gib mal, stell dich mal vor, ich würde so rausgehen, wie so ein Opfer. Okay, jetzt verblende ich alles. Egal, nachher, wenn ich Make-up mache, wird alles besser. Oh, hier ist noch was Silbernes. Silber, Silvester, Silber. Ding Silvester. Silvester. Silberster. Ja. Also ihr wisst Bescheid, Fit Me Make-up. 2 Pumpstöße ist auf jeden Fall drin. Und jetzt droppe ich mir wie immer die Farbe in meine. Richtig. Die Farben schmeicheln mir irgendwie gar nicht. Ah, der Marcello. Ich glaube, der Eyeliner wird's retten, weil dann ist das so. Innen gehe ich jetzt trotzdem nochmal mit. Diesen 2 hellen Farben. Wow. Hey, das kann sogar vielleicht auch gut werden. Ich bin so professionell unterwegs, ey. Das gibt's hier nicht. Am Anfang erst alle Farben, die man will, ins Gesicht und dann verblenden. Und am Ende muss man das dann schön machen. So ausbauen oder so. Oh, das sieht ja richtig rot aus. Aber
In die Lidfalte auch, weil alles in die Lidfalte. Jetzt nehme ich Concealer, auch von Fit Me, in der Nummer 010. Ah, nee, 15. Stirn. Okay. Das sieht ja auch nochmal ganz gut aus. Ich denke, am Anfang wird es richtig scheiße. Und das ist heute nichts wird, aber dann wird es dann doch ganz gut. Manchmal hat man halt echt scheiß Make-up-Tage. Ihr kennt das alle. Safe. Ah, nee, gleich kommt erstmal Eyeliner. Hä, warum mache ich eigentlich immer Eyeliner? Ich müsste. Ah, doch, ich will. Aber eigentlich müsste ich gar keinen Eyeliner machen, aber warum mache ich das eigentlich immer? Jetzt bake ich meine Fräse mit Babypuder, weil ich ein Baby bin. Also Babypuder auf ein Schwämmchen droppen und davon dann ins Gesicht pflanzen. Ah ne, hier habe ich nicht geheiratet, aber da haben wir auch diese Schweinsfalten, Alter, die mich so ankotzen. Und jetzt mache ich meinen Eyeliner, ich sehe aus wie ein Yeti. Ist meine Stimme heute anders als sonst? Bisschen tiefer, oder nicht? Seht ihr mich? Ich will, dass ihr seht, wie ich den Eyeliner mache, weil ihr fragt immer und ich zeig's euch nie richtig. Okay, bei Eyeliner kann ich nicht reden, ich muss mich nämlich richtig konzentrieren. Jetzt mache ich das Baking Puder weg, weil jetzt mache ich Contouring. Hä? Jetzt konturiere ich mein Gesicht, aber heute ohne Creme-Contour, heute nur mit dem Hoola Bronzer von Benefit, ihr wisst Bescheid. Okay. Jetzt biege ich meine Wimpern. Dann tusche ich meine Wimpern und dann highlighte ich noch. Und Lippenstift mache ich wieder nur Gloss, weil ich hasse gerade so Farben. Hä, hey, letztens fand ich das noch voll geil, gell? Und Wimpern klebe ich jetzt auch keine auf, weil ich habe meinen Wimpernkleber nicht verloren. Ich meine verloren. Jetzt die andere Seite biegen. Übrigens, wenn ihr das anföhnt. Ah, und müsst ihr aber aufpassen, dass ihr euch da nicht verbrennt. Also wisst ihr, was ich meine? Das hält dann voll gut. Oder ist viel krasser, aber... Ach so, meine unteren Wimpern habe ich auch noch vergessen. Die müssen natürlich auch getuscht werden. Die kleinen Sachen dürfen nicht im Leben unterschätzt bzw. nicht ernst genommen oder nicht wahrgenommen werden. Gell, alle Kleinen können es bestätigen. Wir werden voll oft nicht wahrgenommen beim Bäcker oder so. Bis sich stehen 10.000 Menschen vor dir, obwohl du ganz vorne standst. Als ob die uns nicht sehen, gell, diese kleinen Pisser. Nö, das lasse ich gar nicht mehr mit mir machen. Ich hasse das. Diese kleinen Pisser sehen uns ganz genau hinter der Theke. Und trotzdem werden die ganzen alten... Gurken fressen, vor uns dran genommen. Nee, nie wieder mit mir. Sonst gibt's die argentinische Schelle von links und rechts. Ah, highlighte ich noch mit dem High Beam Benefit Highlighter. Gay. Ah, geil. Mit meinem Finger vertupfe ich ihn gerne in meiner Fresse. Jetzt tue ich noch ein bisschen das Highlighter in die Kontur überblenden, dass das alles... So ein bisschen dezenter, nicht dezenter, sondern eher so verlaufsmäßiger abgespielt wird. Aber ich kann mir nicht abgewöhnen, so zu reden, Leute. Wie lange rede ich jetzt schon so? Oh, ich habe mich angespuckt. Nö, alles gut. Hä, irgendwie ist es gar nicht so spektakulär geworden. Hier zieht euch nochmal rein. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Tschüss. Also Leute, das war's schon mit dem Look. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben oder nach unten. I don't really care. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr an Silvester macht, was ihr so vorhabt. Und ich habe ja keine anderen Sachen in meinem Kopf als eure Silvesterpläne. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr an Silvester eben. Ich habe es gerade eben schon gesagt, also halt's Maul jetzt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Ihr wisst, bis Weihnachten, everyday, Marcy Day. Und ich würde sagen, haut rein, ihr kleinen Fettsäcke. Ich bin raus, eure Marci. Peace, bitch you. I love you. I love you. Upsala. Bye.